Der nächste Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es sind ja hier schon einige grundsätzliche Dinge angesprochen worden. Als Anwalt fühle ich mich verpflichtet, und ich möchte, dass es auch im Protokoll erscheint. Da stelle ich fest, weil ich im Verfassungsrecht ein bisschen Kenntnisse habe, dass der Weg, den die CDU gewählt hat, die Beschleunigung der Neuwahl zu fordern, schlichtweg verfassungswidrig ist. Der Einzige, der nach unserem Grundgesetz, Sie brauchen nicht schreien, das überzeugt mich nicht, der Einzige, der nach dem Grundgesetz berechtigt ist, den Zeitpunkt, wann er die Vertrauensfrage stellt, ist der Bundeskanzler und sonst niemand. Und Sie haben aber mit der Androhung, und das ist eine Nötigung, die direkt gegen die parlamentarische Demokratie gerichtet ist, mit der Androhung, dass Sie nicht mehr mitarbeiten wollen, haben Sie erzwungen, gestützt auf die Massenmedien, die wir haben. Die Bild-Zeitung hat eine tagelange Kampagne in diese Richtung gemacht. Und Sie haben den Zeitpunkt dadurch vorverlegt, dass Ihr Herr Merz mit dem Herrn Lindner sicher vereinbart hat, wann die Koalition platzt. Denn der erste Putsch war ja schon im Sommer, den Sie angezielt haben. Sie behaupten, Sie wären Demokraten. Wissen Sie, was Sie sind? Das genaue Gegenteil. Eine Partei, die sagt, diese Leute, die haben vielleicht 5 oder 6 Millionen Stimmen gekriegt. Sie müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. Aber wir meinen, die sind keine Demokraten. Und was die wollen, erkennen wir nicht an. Wissen Sie, was das ist? Das Ende der Demokratie. Und das werden die Menschen mitkriegen. Herr Fahle, Sie werden für Ihr Ihre Lachen Redezeit ist schon abgelaufen. Noch bestraft durch Stimmen, die Sie nicht mehr Danke. Bekommen werden. Ich bedanke mich und Super. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Das wünsche ich Ihnen auch. Und der letzte Redner in dieser aktuellen